Willkommen zu einem weiteren Video. Unser heutiges Thema ist ein ganz schön abgefucktes Thema, nämlich Handystrahlung. Am Anfang der 90er begann der ganze Spaß mit den Handys. Die ersten Mobiltelefone, also diese riesigen Klopsdinger, die total unhandlich waren, wurden erfunden und massentauglich gemacht. Und jeder wollte einen Teil haben, weil man halt dadurch immer erreichbar ist. Und das hat ja auch bis heute noch funktioniert. Alle Leute haben Handys. Ohne ein Handy bzw. ein Smartphone ist man aufgeschmissen, weil man halt einfach nicht mehr vernetzt ist mit seinen Freunden und seinen Bekannten. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ich habe ja selbst auch ein Handy. Aber was ich hier gerade gelesen habe, hat mich einfach dazu bewegt, dieses Video zu machen, weil ich es mega krank finde. Also ihr müsst euch reinziehen. Ich bin jetzt momentan auf der Internetseite von zentrum-der-gesundheit.de und zwar steht hier Handy, ja, Strahlung, nein. Ist ja schon mal ein interessanter Headliner, aber was ich da in den Text rausgelesen habe, ist, dass diese Handystrahlung, die ja von einem Handy logischerweise ausgeht, weil was ist sonst das Ding, was das macht, dass wir mit anderen Leuten über das Handy telefonieren können? Ist ja logisch, dass das nicht einfach so von ungefähr kommt, sondern dass da schon irgendwas ist. Also es steht hier, dass diese Strahlung, die vom Handy ausgeht, erstens deine DNA schädigen kann. Also dein, ich weiß nicht, DNA, ich glaube, das war das Erbgut, was du weitergibst. Kann auch was anderes sein. Ich kenne mich da nicht so ganz aus. Vielleicht werde ich da mich nochmal genau drüber schlau machen, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Dann kann es dein Tumorrisiko erhöhen. Da weiß ich, was es ist, nämlich eine ganz schön abgefuckte Scheiße. Dann kann es noch dein Immunsystem ficken. Dies ist auch nicht unbedingt so geil, weil wir wollen ja jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit krank sein. Und wenn du ein sehr geschwächtes Immunsystem hast, kannst du auch mal leichter an einer Krankheit krepieren, beziehungsweise richtig schlimm krank werden und vielleicht sogar auf lange Zeit krank bleiben. Dies ist auch nicht so geil. Und was hier auch noch extrem krasses steht, ist eine Veränderung der Gehirnwellen. Da frage ich mich erstens, was ist eine Gehirnwelle? Aber ich glaube, so sämtliche Veränderungen im Gehirn sind gar nicht so gut, weil dieses Ding da oben arbeitet ja relativ komplex und ist auch sehr, 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 sehr wichtig für unseren Körper, weil, weißt du, wenn da oben nichts mehr sagt, machst du der Herz pump, 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 dann macht das Herz nicht mehr pump, pump, pump und dann geht bei uns der Motor aus und das ist nicht unbedingt sehr geil. Dann steht hier aber auch noch, so wie Eizellen kann es beeinflussen oder auch Spermien. Er hat Spermien gesagt. Ganz ohne Spaß. Das heißt, du kannst im Prinzip durch diese Scheiße unfruchtbar werden. Durch normale Handystrahlung. Also ich stelle mir das jetzt so vor, bei Männern, so wie bei Frauen ist es so, das Handy wird immer schön warm, entweder am Sack oder an der Vagina getragen. Deswegen hat das auch da sehr wahrscheinlich leichteres Spiel, weil wir tragen das den ganzen Tag mit uns rum. Und logischerweise ist das sehr nah an unserem Fortpflanzungsapparaten. Dass die Strahlung dann da drauf geht, ist jetzt nicht wirklich so abwegig. Das hätte ich mir eigentlich auch vorher schon denken können, beziehungsweise ich wusste schon vorher, dass Handystrahlung was Gefährliches ist, aber dass es sowas von scheiße gefährlich ist, wusste ich nicht. Und ich bin echt am Überlegen. Zuerst habe ich überlegt, ja, okay, dann nimmst du halt dein altes Handy hier. Das ist so ein altes Sony oder sowas. Aber es ist ja Quatsch. Da ist ja auch noch die Handystrahlung. Deswegen habe ich auch im Internet nachgeguckt, ob es irgendwie Handys gibt, die strahlungsarm sind. Und selbst bei den Dingern ist die Strahlung immer noch so hoch, dass du dadurch immer noch Kopfschmerzen, Depressionen, Lernschwierigkeiten, Gedächtnisstörungen oder sonstige Scheiße bekommen kannst. Also selbst da kannst du dir nicht sicher sein, dass das Ding einwandfrei ist. Das ist ja auch immerhin noch logisch, weil es empfängt immer noch die Strahlung, also die normale Telefonstrahlung. Dazu kommt natürlich auch noch das tolle WLAN, was ja auch in den Smartphones oder in neueren alten Handys, ist ein sinnvoller Satz, ich denke schon, mit drin ist. Und WLAN ist auch nicht unbedingt so toll, weil hier steht auch, viele Jahre waren die mechanischen elektronischer Strahlung unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte unbekannt. Aufgrund der geringen Energiemenge wurde jede Wirkung kategorisch geleugnet. Aber ich denke mir immer nur so, warum steht das nicht auf einem Handy drauf, beziehungsweise auf der Verpackung? Es kann gut sein, also ich habe mir jetzt nicht die gesamte Anleitung meines Smartphones durchgelesen. Es kann gut sein, dass es da irgendwo klein geschrieben steht. Meiner Meinung nach sollte das aber groß geschrieben direkt fett auf die Verpackung kommen, weil auf Kippen steht genauso, dass es dich
umlegen kann, warum steht es da nicht auf Handys? Das sind Dinger, da sind wir im Prinzip auch von abhängig. Zwar jetzt keine Abhängigkeit wie bei Zigaretten oder Alkohol, aber abhängig in der Hinsicht, dass wir das Ding brauchen, um überhaupt uns mit anderen zu verbinden und zu kommunizieren. Deswegen irgendwie schon abhängig. Und wer gibt gerne sein Handy ab? Also ich kenne nicht wirklich viele Leute, die sagen würden, ja, nimm das mal ruhig, einen Monat mit, habe ich kein Problem, ist alles okay. Und die Strahlung bleibt ja im Prinzip immer noch, weil wir haben ja auch alle WLAN, denke ich mal. Weil wenn du kein WLAN hast, dann wird es schwer, mein Video zu gucken. Obwohl, man kann ja auch das andere Internet aus der freien Umgebung benutzen. Da kommt es aber dann drauf an, ob du in der Stadt wohnst oder im Dorf, weil auf dem Dorf hast du meistens immer dieses beschissene Netz. Aber gar nicht das Thema. Und ich sag gerade Netz und es ist auch wieder schädlich, aber egal. Also es ist schon krass, was das bewirken kann. Und wenn ein Zentrum der Gesundheit schon schreibt, dass DNA-Schäden oder Tumorrisiken erhöht vorkommen können, heißt das für mich, das muss nicht nur, das ist. Das ist genauso wie früher mit den Zigaretten oder wie auch heute noch. Kann Krebs erregen oder kann dich mies ficken. Dieses kann, nimm das mal weg. Weil willst du wirklich mit einem Revolver rumlaufen, wo eine Kugel drin ist und dir so sagen, komm, ich halte mir den an den Kopf, vielleicht ist sie drin, vielleicht doch nicht. Das ist eine Einstellung, die hat man in seinem jugendlichen Leichtsinn sehr oft. Das ist ja auch okay. Aber bei der Sache sollte man sie definitiv nicht haben. Und sich vielleicht mal überlegen, wann brauche ich mein Handy wirklich und wann kann ich es mal zu Hause liegen lassen. Und wenn du nur die Hälfte des Tages dein Handy nah an dir dran trägst, ist es ja schon mal eine Besserung. Deswegen sollten wir uns alle mal so als Grundregel vorsetzen, nicht unbedingt abends das Handy neben deinen Kopf legen, weil ansonsten wird er geröstet. Und auch nicht unbedingt dein Handy den ganzen Tag an deinen Geschlechtsorganen tragen, weil ansonsten werden sie irgendwann unbrauchbar. Das ist schon krass und mehr kann ich da auch nicht zu sagen, weil ansonsten steht hier nur noch Bullshit. Aber naja, ich will das Video wie immer nicht großartig in die Länge ziehen. Ihr habt euch die Informationen bis jetzt angehört, weil ansonsten würdet ihr diesen Satz jetzt nicht hören, den ich gerade sage. Und wenn du dich nochmal schlau machen willst, einfach www.zentrum-der-gesundheit.de/handy-strahlung-ia.html eingeben im Internet und lest dir den Spaß mal durch. Hier steht auch an der Seite, dass Karotten und Bananen dick machen. Ich wusste noch nicht, dass Karotten und Bananen dick machen. Aber wenn die jetzt sagen, dann wird das schon so stimmen. Und Darmreiniger, eine plus inklusive Sangomeres Cologne, will ich mir auch nicht kaufen, obwohl sie momentan nur 67 Euro kosten. Also wer irgendwelche Darmprobleme hat, unbedingt auf die Seite gehen und diese Darmreinigung bestellen. Das ist bestimmt super. Aber ansonsten, es kann natürlich auch sein, dass sie hier nur Bullshit schreiben und dass uns die Strahlung total gut tut und dass wir irgendwann alle mit drei Beinen geboren werden. Und das auch ganz ohne Atomstrahlung. Das wäre ja richtig sauber. Aber naja, immer schön Handy abends nicht neben deinen Kopf legen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, sonstige Tageszeiten. Und ich hoffe, dass ich dein Weltbild nicht zerstört habe. Und hau rein!